Und damit heute immer und willkommen zu unserem Advents Mystery Box Special. Wir öffnen heute Päckchen Nummer 4 und schauen mal, was Saphir Cards, das Juwel unter den Kartenläden sowie Paladin Chris für uns bereithalten. Los geht's! Und wieder mal ist es eine Box, dessen Aufschrift definitiv nicht den Inhalt beschreibt. Wir haben hier nämlich Digimon-Produkte drin. Auf der einen Seite ist es schon geöffnet. Zack. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch dieses Jahr zu Weihnachten gewünscht habt. Oh, ich sehe den Inhalt schon. Wir haben wieder eine niedliche Makemon. Und es sieht so aus, als wäre das zweite Produkt in dieser Box hier ein Display. Holen wir das Ganze aber erst einmal raus. Advent, Advent, vielleicht brennt mein Konto ja nicht mehr. Wir haben wieder unsere BT4 Makemon-Kamen-Karte extra für meinen Binder und wahrscheinlich auch wieder 3 Stück an der Zahl. Yep, ganz genau. Wie gehabt, auch in den letzten Wochen haben wir diese Makemon mit dazu bekommen. Die stelle ich mal zu der anderen. Daneben haben wir sogar mein aller Lieblingsset, nämlich X-Record. Aus diesem Set können wir die Dev X-Mon-Karte ziehen, die ungefähr einen Wert aktuell von 70 Euro hat, sowie seine Altart-Version. Doch ich wäre auch schon glücklich darüber, wenn ich nämlich die BT9 Makemon bekomme. Denn diese möchte ich sehr gerne in meinem Set haben. Sowohl die reguläre Rare-Karte wie auch die Altart-Version von dieser Makemon besitze ich bereits. Also wäre es jetzt nicht so der Banger, zumindest wenn man mal das Emotionale wegsieht. X-Record öffnen wir heute natürlich und zwar komplett. Aus diesem Set fehlen mir auch nur noch einige wenige Karten. Dann hätte ich nämlich Master Set vervollständigt. Vielleicht ist ja eine fehlende Karte jetzt in diesem Display vorhanden. Unser Boxtopper ist der gute Motimon. Wir schauen uns die Karte gleich nochmal ganz genau an. Digimon Displays enthalten 24 Booster Packs mit jeweils 12 Karten pro Pack und in der Regel ein Boxtopper und ein Promo Pack. Wie gesagt, wir haben hier den süßen Motimon als unseren Boxtopper. Und das hier wäre unser Promo Pack, nämlich ein Update Pack. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mir überhaupt noch einer dieser Karten hier fehlt. Dafür müsste ich jetzt den Binder extra für BT9 rausholen. So an und für sich könnte ich das aber aus dem Kopf jetzt nicht sagen, ob ich noch eine von den Update-Karten überhaupt brauche. 2 Karten pro Pack. Wir gucken mal, welche es sein werden. Okay, wir fangen an und ich sehe was Rotes mit dem guten Bautmann. Und diese Karte an und für sich auch ohne ihre Rare-Version hat schon einen relativ stattlichen Preis. Die ist wohl ziemlich gefragt. Und dahinter wird wahrscheinlich
Metall-Greymon sein. Oh nein, wir haben Deltamon. Okay, ich habe auch nur das Rote gesehen. Deltamon nehme ich aber auch sehr gerne. Dann fangen wir mal an mit X-Records. X-Record war auch das Set, mit dem ich überhaupt meine Themareise begonnen habe. Nämlich, ich wollte unbedingt die Makemon Altart ziehen. Wir haben Crabmon, Biomon, Mini Dekachimon, bevor der Fokus wieder spinnt. Dankeschön. Wir haben Groundfang, Gazimon X Antibody, Toy Agumon und der ist am Schlafen. Eye of Gorgon, X-Program, Dorumon, Koromon, Mimi und Joey und unsere nächste Rare ist Cool Boy. Und damit hätten wir auch schon eine ungefähr 5-Euro-Karte. Super Start! Der Coolboy als ersten dickeren Hit. Und wir haben gerade erst angefangen. Wir machen weiter mit Mini Dekachimon. Oh, der Fokus will heute wieder nicht. Crabmon. Growlmon X Antibody, Metal Piranimon, Attack of the Heavy Mobile Digimon, Maycrackmon, let's go! Leg ich mal beiseite, Tapiomon, wir haben die süße Mako, Motimon, Gabumon X Antibody, Wargrollmon X Antibody und nur Dino Tigamon. Aber natürlich freue ich mich über jede Rare aus diesem Set. Ein ganz, ganz besonderes für mich. Wir machen weiter mit Baby Thunder. Oh, again, Attack of the Heavy Mobile Digimon. Garurumon X Antibody. Death X Digivolution. Greymon X Antibody. Duck Superstarmon. Kongu. Angewomon X Antibody. Kuvamon X Antibody, Gabumon X Antibody, Matt und Sora und Makemon! Yes! So muss das! So muss das! Und jetzt noch bitte die Alternativart und dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Also dieses Display gönnt mir persönlich ja schon bereits richtig, richtig heftig. Maycrackmon, Mako und auch noch Makomon. Garurumon X Antibody. Wir haben die super niedliche Gatomon X Antibody. Eine wahnsinnig schöne Karte. Sangloopmon. Samilmon. Salamon X Antibody. Grizzlymon.
Elegmon und ein Spoiler, Dex Dorugamon, die gute Maki, Agumon X Antibody. Wir haben Grandragmon als erste Rare aus diesem Booster und Galantmon X Antibody. Ob unsere erste Secret Rare Karte oder Altart relativ zügig kommt, da bin ich mal gespannt. Quagamon X Antibody, Sangloopmon, Leomon X Antibody, Metal Piranimon, Grizzlymon, da hinten ist wieder gelb und lila, Flareock Soul, wir haben Makerigmon, Tumblemon ist unser Digi-Egg, Gilmon X Antibody, dieser Spoiler, der hätte jetzt nicht sein müssen, Dex Dorugreymon. Wir haben Makomon, das ist ein Mako-Display. Und wir haben Wargreymon X Antibody. Es gibt X Record-Displays, da kriege ich nicht mal eine einzige Mako raus. Und dann gibt es wieder X Record-Displays, da werde ich schon fast mit denen beworfen. Aber besser das zweite als das erste. Wir starten mit Raptor Dramon, Bibi Thunder, Leomon X Antibody, Piranimon, Salamon, Kongu, Starmon, Raijinmon, Guvamon X Antibody, Gilmon X Antibody, wir haben, lasst mich raten, Jellymon und Metal Impulse als Option Rare. Weiter geht's. Wir haben noch so ein bisschen was vor uns. Piranimon ist das erste Digimon aus diesem Booster Pack. Ninjamon. Salamon X Antibody. Ihr könnt ja schon mal die Farben zählen. Daivamon. Awakening of the Golden Eye, Tapiamon, Pomumon, Maki, Atomic Megaloblaster, ein Spoiler, wir haben X Antibody. X Antibody ist eine Uncommon-Karte, die nichtsdestotrotz, weil sie gerade ziemlich viel gefragt ist, einen gewissen Wert hat. Ich meine, so bei 2 Euro liegt die Karte aktuell. Ihr seht den Preis natürlich im Video. Grandis Scissor. Und wir haben TK und Izzy. Insbesondere seit... Lasst mich nicht lügen. X-Ross Encounter. Dankeschön. Seit X-Ross Encounter ist X-Records von den Kartenpreisen her ziemlich angestiegen. Tesla Jellymon, Monochromon. Das Set ist nun mal einfach super Support für die Karten,
die man aus Ixos Encounter bekommt. Daivamon? Bitte kein Spoiler, Spoiler, natürlich. Pomumon? Der gute Boy, dessen Namen ich definitiv nicht aussprechen werde. Jampelumon? Dex Durgraymon? Pegasusmon? Tumblemon? Als Digi-Egg? Rice Greymon X Antibody und Greatmon. Wie ernüchternd. Aber unser Altart Slot und unser Secret Rare Slot sind immer noch frei. Wir starten mit X Digivolution. Flareox Soul, Ninjamon, Dark Superstarmon, Eye of the Gorgon, Kuvagamon X Antibody, Armes Yokomon, Greymon X Antibody, Fujinmon. Wir haben Tokumon X Antibody als Digi-Egg. Dahinter ist noch eine Karte. Dankeschön. Megadramon. Grandis Scissigen. Und passend dazu Grandis Kuvagamon als Super Rare. Damit wäre unsere erste Super Rare klar. Doch es ist noch genug in dem Display vorhanden. Und ich hoffe ja, eine Death X-Mon Altart, die wäre echt fein. Chaos Gammamon! Ja, und der Typ nochmal. Matadormon. Pillumon. Ich könnte mich da glatt dazulegen. Monochromon. Salamon. Elekmon. Pagumon, der Freche. Und Motimon mit dem Farbeimer auf dem Kopf. Suijinmon. Kokomon als zweites Digi-Egg. Matt und Sora. Und wir haben... Ist nicht euer Ernst! Was ist heute los? Wir haben den X-Mon als Secret Rare. Und nein, es ist nicht die Altart. Aber nichtsdestotrotz, wie bereits gesagt, ungefähr 70 Euro Karte. Und das ist die vierte, die ich schon habe. Death X-Mon. Naja, unser Altart-Slot ist ja noch frei. Und wo ich gerade davon gesprochen habe. Manchmal folgt Digimon aufs Kommando. Wir haben hier den guten Starmon. Raptor Dramon, danke. Tesla Jellymon. Ich liebe dieses Set. Dieses Set gönnt einfach so bombastisch. Lodaleomon. Samilmon. Ebidramon. Gatomon X Antibody. So verdammt niedlich. Und mit der Glocke sogar als Ohrring. Angewomon, passend zu der Gatomon. Auch X-Antibody. Guvamon X-Antibody. Mensch, jetzt werden wir mit X-Antibodies zugeschmissen. Dragmon. Wäre Garurumon X-Antibody. Und wir haben Metal Greymon X-Antibody. Schaut euch diese Boys an. Die kommen nur im Doppelpack.
Aber komisch, komisch, wir haben bis jetzt nur eine X-Antibody-Karte. Also die Option X-Antibody. Den Jungen, den nehme ich so super gerne. Das ist einfach mein Moodmaker. Neben Makemon. Chaos Gammamon. Matadormon, das kennen wir doch irgendwo her. Spoiler. Wir haben Lodaleumon, Ibidramon, Awakening of the Golden Knife, Gazimon X-Antibody, Toy Agumon und auch Toy Agumon kriegt eins auf die Mütze, Puyuyumon, Digi-Egg, Atomic, Megaloblaster und wo ich mich gerade darüber beschwert habe, wir haben X-Antibody. Kyoshiro und Gaia Force Zero. Nur eine Option Rare. Aber wir haben schon einen der wohl dicksten Pulls abbekommen. Also das ist wirklich Klagen auf hohem Niveau. Wir haben Groundfang, Crabmon, Biermon, Mini Dekachimon, Tesla Jellymon, Monokromon, Salamon, Infertimon, Panjamon, X-Antibody, Puyoyomon, Magnadramon, X-Antibody, wieso? Und Tai und Kari. Auch wieder passend zu Magnadramon. Einfach interessant, wie manche Karten einfach so absolut abgestimmt aus den Booster Packs rauskommen. Die sprechen sich bestimmt heimlich ab. Da bin ich mir immer noch sicher. Altart ist immer noch frei. Oder eine weitere Secret Rare. X Digivolution, ich kann heute mal wieder nicht reden. Groimon X Antibody. Toy Agumon. Und wieder Mini Dekachimon. Crabmon. Gazimon X Antibody. Biermon. Dorumon, Omnishoutmon X-Antibody, nicht spoilern, X-Program, Sunrise Buster und wir haben Metallgarurumon X-Antibody als Sinn. Ich glaube so ungefähr die Hälfte, knapp über die Hälfte, haben wir jetzt geschafft. Wir haben schon die ein oder anderen guten Puls. Wir haben das X-Mon. Und wir haben hier Ninjamon. Ibidramon. Sanglukmon. Lekmon, Dark Superstarmon, Starmon, kosten gleich hinterher, Tapelmon, Meiko, Agumon X-Antibody, Mutimon, Raidenmon ist unsere erste Rare. Und die zweite ist Sunrise. Die Option Rare ist leider nur selektiv zufriedenstellend. Nehmen einfach ziemlich viel Kraft. Erstmal weg mit dem Müll. Couldn't wait for the presence and laughter.
Wir haben Ground Fang, Salamon X Antibody, Attack of the Heavy Mobile Digimon, Dark Superstarmon, Salamon, Nemon, Nemon, ein Nemon X Antibody, eine Fertimon, die haben wir glaube ich nicht gesehen. Das ist so. Daiko, Vital Greymon X Antibody und die zweite Rare ist Magnamon X Antibody. Sogar eine Super Rare. Okay. Wir sind bald durch mit dem Display. Jetzt sollte eigentlich so langsam dann unsere Altart kommen. Die wird uns bestimmt einfach so ins Gesicht springen. Chaos Gammamon. Pomomon und wir haben wieder lila und gelb und es ist Makebrickmon, of course. Kongu. Divermon. Flareoxhole. Samilmon. Pokémon X Antibody. Kuvamon X Antibody. Suijinmon. Tai und Kari. Und die zweite Rare wäre Gaiumon. Aber das ist nur der normale Gaiumon. Darunter müssten jetzt eigentlich noch, ich glaube, 6 Packs sein. Wisst ihr, was geil wäre? Defixmon zu ziehen in der Normal und in der Alba. Das wäre einfach richtig, richtig heftig. Chaos Gammamon! Diesmal aber hinter Matadormon. Awakening of the Golden Knight, Piranimon, Greymon X Antibody, Grizzlymon, Elecmon, Meiko, die sehen wir heute häufiger, Motimon, Gabumon X Antibody, wir haben Alphamon, der auch das Cover des Displays ist, und Dragulmon! Yes! Dieses Display gönnt. Aber richtig, richtig. Sechs Stück haben wir noch. Könnte hier Ordinemon drin sein? X Digivolution, Matadormon, Vivi Thunder, Salamon X Antibody. Ich war vorhin verwirrt, dass hier zweimal Salamon drin war. Aber ja, einmal gelb, einmal lila. Kuwagamon X Antibody, Grizzlymon, Dragmon, Omnishoutmon X Antibody. Dex, Durogamon, Alphamon again und Vaihumon. Leider nichts Größeres mit dabei gewesen in diesem Booster, aber aus dem 5 kriegen wir bestimmt noch eine Altart oder eine Secret Rare. Oder wie Mimi sagen würde, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir noch DefXmon als Altart bekommen. Das wäre, glaube ich, das stärkste Display, was ich jemals hätte. Hellumon, Metal Piranimon, DefX Digivolution, ja, wir wollen DefXmon, Greymon X Antibody, Garurumon X Antibody,
Ja, Tumon X-Antibody. Liumon X-Antibody. X-Antibody, nee, Daigo. Raijimon. Oh, es sieht nach Altart aus. Ujimon. Grandragmon, doch keine Altart. Und Dinorexmon, auch keine Altart, nur eine Normal. 2x2. Heute lässt die Altart aber ziemlich auf sich warten. Und da war eigentlich noch keine mit drunter. Wir haben Raptor-Dramon, Piranimon, Grollmon, X-Antibody und jetzt kommt wieder die X-Antibody-Kette. Awakening of the Golden Knight, nein. Eye of the Gorgon. Sei mal nicht so verwirrt, Fokus. Ist alles okay, ist alles okay. Ach, der gute Boy again. Attack of the Heavy Mobile Digimon. Pegasusmon. Megatramon. Pagumon, der Freche. Soul Digitalization. Und eine weitere Option-Karte, nämlich Metalstorm. Okay, wir sind fast mit unserem Display durch. Altart im letzten Pack. Die Altart im allerletzten Pack. Und dann auch noch der Rixmon. Ich sollte nicht so fanatisch sein. X Digivolution. Sonst kriege ich nur noch den hier. Tesla Jellymon. Gabumon X Antibody. Wagamon X Antibody. Oh Gott, die X Antibody Kette again. Zangloopmon? Nee, doch nicht. Apiemon. Raijinmon. Kukuwamon X Antibody. Gilmon X Antibody. Rockrollmon X Antibody und Grandragmon, aber auch keine Altart-Version. Das heißt also, wir kommen jetzt zu den letzten zwei Packs und in einem von diesen beiden wird irgendwas Dickes drin sein. Wohl dieses Päckchen hier sein wird. Ah, ich glaube, ich habe was gesehen. Auf jeden Fall seht ihr Lodaleomon. Ibidramon. Maycrackmon, let's go! Leomon X Antibody. Rollmon X Antibody. Starmon. So ist doch viel, viel besser. Bibi Panda. Dex Duogamon. Wir haben die gute Maki. Agumon X Antibody. Jellymon als erste Rare. Und Raghulmon Altart. Ich habe jetzt zwar mit Ordinomon gerechnet, aber wir kriegen Raghulmon. Und Raghulmon ist das erste Mal, glaube ich, als Altart von mir geprüft worden. Ich habe diese Karte zwar schon im Binder, aber die Karte habe ich mir mehrfach selber gekauft und nie selber gezogen. Perfekt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, was habe ich bezahlt? 10, 15 Euro? Raghulmon.
und die Preise steigen. Metall Piranimon, Samilmon, Pelumon, Garurumon, X-Antibody, Eye of the Gorgon, Konku, Daivamon, Dex Dorugreymon, Pegasusmon, Tumblemon als Digi-Egg, Werfe Garurumon X-Antibody und die letzte Karte, die wir ziehen können, ist Kai und Kari. Ja, Leute, damit war es das dann auch mit unserem Digimon TCG Special zur Adventszeit. Wenn euch dieses Opening gefallen hat, schaut doch gerne die anderen Teile. Lasst ein Like, einen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo da. Und wir sehen uns dann mit den Openings im neuen Jahr wieder. Bis dahin und tschüss.